Also wenn man da leicht überzieht, dann... Oh, tatütata im Hintergrund. Bei mir. Also wenn man da leicht überzieht, dann kann man sprinten und verliert dafür ein bisschen Ausdauer, okay? Hätte ich mir merken müssen können. Machen, tun. So, jetzt hier das Finale. Kann es Katharina Betzker schaffen, sich durchzusetzen? Okay. So sieht's aus. Sollte nicht überziehen am Anfang. So, jetzt hier ein bisschen. Ich schaff das. Diesmal mit Taktik. Komm schon. Nein! Ja! Dritter Platz habe ich noch geschafft. Ja, ja, neue persönliche Bestleistung. Das ist doch auch mal ganz ordentlich. Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur eine Bronzemedaille wurde. Wow. Jetzt kommt die rumänische Hymne und ich halte die Klappe, weil das schon recht peinlich war in den letzten Folgen. Viele Emotionen. Deutschland auf Platz 2. Bronzemedaille. Ja. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Einen Medaillenpunkt verdient. Dann sind wir bei Tag 8. Oh, 25 Meter Sniper. Nein, Schnellfeuerpistole. Und wo krieg ich garantiert was? Komm, 100 Rücken, das schaffe ich doch. Ach, das kommt ja sogar davor. Im Aquatic Center. Schwimmsport. Aquatic Center. Welcome along and a big hello from Seth Bennett. The next event is the 100 meters backstroke. Ja, okay, dann mache ich mir erstmal hier eine Einführung. Rücken wird ja natürlich rückwärts geschwommen und aus dem Wasser gestartet. So, wahrscheinlich geht das so und dann... Ah, okay. Boah, hat der Muskeln, Alter. Oh, okay, da kam ich jetzt ein wenig aus dem Tritt, ja. Und hier wieder Beine unter Wasser machen. Okay, das war's. Mal gucken, ob es für die Qualifikation reichen wird. Christopher Büchele, der kann auch alles, ehrlich. Nein, die stellen sich normalerweise nicht auf den Startblock. Also ein paar kleinere Spielfehler machen das Ganze dann doch unschön. Komm schon. Boah, da fährt bei mir wieder im Hintergrund hier ein Tatütata-Wagen vorbei. Alter. Oh, schade. Hätte ich da früher klicken müssen, oder was? So, ich muss noch einen Platz gut machen. Weil nur die ersten vier kommen weiter.
Und jetzt, bam, habe ich noch geschafft. Dann kommt jetzt gleich das Schießen, darauf freue ich mich schon. Ich möchte euch ja immer so viel wie möglich zeigen, darum mache ich immer abwechslungsreiche Disziplinen. Schießen, in den Royal Artillery Barracks. Okay, wie sieht denn der aus? Wie heiße ich denn? Okay. Nice music. Okay, mit der Maus ziele ich und so schieße ich. Ah. That's easy. Okay. Hoffentlich wird das Zeitlimit immer niedriger. Ach scheiße, es ist immer noch eine Einführung. Das schaffe ich schon. Die Maximalpunktzahl ist, soweit ich weiß, 10,9. Na dann. Sandro Obatz, der Obernerd. Qualifying is always a problem, and this athlete sees it as a stepping stone to Olympic glory. Here we go then with round one of the 25 meter rapid fire pistol. Okay, 8 Sekunden habe ich Zeit. Das wird spannend, das wird spannend. Los geht's. Auf jeden Fall muss ich alle Schüsse setzen, weil sonst kriege ich ja für einen Schuss keine Punkte geschafft. Wow. Hey, ich dachte, hier gibt es Dezimalpunkte. Was laberst du? Naja, die kommen wahrscheinlich später dazu. Ja. Das ist jetzt ja nicht so schwer. Wahrscheinlich wäre es mit einem Controller ein bisschen schwerer. Oh, gerade noch. Gerade eben konnte ich den letzten Schuss hier noch setzen. Ja. Und nein, ich habe noch nie in meinem Leben richtige Ego-Shooter übermäßig jetzt gezockt. Ein bisschen, aber ja. Oh. Irgendwie ist das gerade... Hätte ich nicht von mir gedacht. Einfach mal 10 Punkte Vorsprung. Sandro Obatz. Oh, nur noch 4 Sekunden. Jetzt muss ich mich ehrlich beeilen. Oh, shit. Aber der war trotzdem ganz gut. Ja, immer noch. Hat sich ja nicht arg viel verändert. Oh, shit. Oh, shit. Nur 39, weil ich so unter Zeitdruck stand. Ja, aber der letzte Schuss, der hat nichts ausgemacht. Ich bin immer noch der Führer. Also, der, ja. Ein Führer aus Deutschland, ja. Okay. Scheiße. Jetzt kommt's drauf an mit knappen Punkten wieder. Gut. Der erste war ja fast ins Zentrum. Qualifiziert mit Platz 1. Eiskalt abgedrückt. Oh, ein Jamaikaner. Haha, der Chinese ist draußen. Tja, du Opfer. Aber jetzt kommt erstmal hier 100 Rücken. Im Schwimmsport. Aquatics Center. Okay, Spannung. Chris Büchele.
As they emerge from the water, we see the early leaders. Still some distance to go, but at 25 meters, the early leaders in control. Komm. Hoffen wir es, weil ich habe hier wirklich nicht gerade den Rhythmus. Ja, toll. Ich wusste nicht, welche Taste das ist. Das ist ein bisschen blöd. Weil das ist einfach das richtige Y, was ich da erreichen müsste. Komm. Ja! Nein! 0,05! Dabei wollte ich doch besser sein als die Chinesen. Böse Schlitzis! Ja. Really did work hard with their endurance. Mhm. Ach, jetzt kommen nochmal hier die Kommunistenhymne. Ich glaube, was? Das ist ein. Ist ja gar kein Schlitzi, ist nur so ein Chinese. Die habe ich jetzt mal geskippt. Puh, okay, die haben einfach mal eine Goldmedaille mehr. Naja, komm, die hole ich mir jetzt hier, weil ich. Schnellfeuerpistole. In den Royal Artillery Barracks. Welcome to the home of all the shooting events. The next is the 25 meter rapid fire pistol. Okay. Sehr schön, da hat's gar keine Chinesen. Da hat's gar keine. 8 Sekunden, das reicht mir locker. To take gold in this event. There's just something about his performances that tell you. Voll ins Zentrum war der doch, oder? Der auch wieder. Ja, ich muss mir jetzt hier einen Vorsprung holen, weil am Ende bin ich eher schwach. So. Und... Oh. Oh, oh, oh. Das war knapp. Mhm. Jetzt nur noch 6 Sekunden. Schaffe ich schon. Schade. Hm. Einer daneben. Passiert. So, jetzt hier 4 Sekunden. Die Hälfte haben wir. Bam, der war aber gut. Oh! Okay. Jetzt habe ich ein bisschen was verloren. Da muss ich deutlich schneller schießen. Oh, Mist. Okay, ich führe noch. Aber der Gegner holt auf. Letzte Runde, komm schon. Oh, komm schon.